wahrscheinlich schon wieder umgebaut worden, mittlerweile einsturzgefährdet. Und ich nehme euch heute mit zu einem Lost Place und wir gehen da jetzt mal mit Pfeil und Bogen ein bisschen schießen. So, jetzt gehen wir als nächstes hin, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich schmeiß das Ding jetzt mal aus dem Fenster. Das Problem ist, ich muss gucken, dass ich den natürlich nachher auch irgendwie wiederfinde. Weil ich den jetzt nicht dahin schmeiße, wo der gleich ganz weg ist. Ja, dann muss ich natürlich gucken, dass ich den jetzt von hier irgendwie kriege. Mal gucken, ob keiner kommt, aber der liegt nicht irgendwie auf dem Weg. Der liegt wirklich mitten im Wald jetzt irgendwo. Auf jeden Fall alle drin, wie ihr gehört habt. Ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwie wieder rauskommen. Und dass ich meinen Würfel wiederfinde. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich einmal komplett drumherum laufen müssen. Aber ich sage euch, an so einem Lost Place schießen zu gehen, an so einer alten Ruine hier, da hat echt was für sich. Ist wahrscheinlich kalt, aber so nach 10 Minuten oder so vergisst man das. Ne? Nach den ersten paar Schuss, dann werden die Finger auch langsam warm. Wenn man in Bewegung bleibt, dann ist das echt okay. Selbst bei minus 10 Grad. Der komplette Bau ist im Übrigen auch unterkellert. Der hat zweierlei verschiedene Keller. Da können wir mal reingehen. Gucken, ob wir da auch irgendwas finden, wo wir den Boden positionieren können. Da ist auf jeden Fall der Würfel. Jetzt überlege ich schon, ob man hier durch das Gestrüpp durch. Ich weiß nicht, könnt ihr den überhaupt sehen auf dem Video? Weiß ich gar nicht. Ich guck mal, ob ich hier durch das Gestrüpp durch irgendwie eine Lücke finde. Boah, ich sehe jetzt schon kommen, wenn ich die Scheiße jetzt versuche, dann ist wieder auf meinen Fall weg. Obwohl hier geht es halbwegs. Und ich da versuche durchzuschießen. Da ist so eine kleine Lücke. Da so durch. So, dann habt ihr die Sicht, die ich habe. Ich versuche euch mal. Ich lasse euch mal so stehen. Ich muss mich jetzt wohl vor euch stellen, um da durchschießen zu können. Jetzt im Fall natürlich daneben baller. Hier sind natürlich keinerlei Backstops, gar nichts. Und in dem Schnee jetzt einen verlorenen Pfeil, einen daneben geschossenen Pfeil wiederzufinden, wisst ihr selber, so gut wie unmöglich. Tschakka! Habt ihr gehört? Er kam, sah und siegte, die Lücke gefunden und umgesetzt. Sehr cool. So, weiter geht's. Pfeile von oben, die ich gerade geschossen habe. Der Würfel jetzt gedreht. Ich will gleich ganz gerne mit euch auch noch mal eben ins Lost Place unten in den Keller rein. Euch das da mal eben kurz zeigen. Und mal eben gucken, ob wir da nicht auch wieder eine Position für unseren schönen Würfel haben. So, ab im Keller. Kellerkatakomben. Ich schieße jetzt von da hinten von der Wand aus einmal hier quer durch. Ich denke jetzt hinten. Auch wieder so ein kleiner Anschluss jetzt natürlich. Das sind jetzt irgendwie 10, 12 Meter. Wenn ich jetzt daneben schieße, ist natürlich wieder Betonwand. Aber der Würfel ist groß genug. Das wird eigentlich kein Problem sein, sollte den zu treffen. Also, ihr wisst selber, Lösefehler hier und da, kann sich kaum einer von freisprechen, aber
Ja, shit happens. Wenn passieren sollte, ist es so. Aber wie ihr hört, aller guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Ja, und jetzt gehen wir auch schon weiter. Hey. Ich glaube, wir haben. Ja, ist ja gut. Es ist blöd, wenn man versucht aufhören zu rauchen. Dann muss ich an der Stelle echt immer irgendwie was als Ersatz haben. Ich versuche schon die ganze Zeit aufzuhören zu rauchen, deswegen habe ich immer. Deswegen schnurrst du immer von mir. Kaugummi im Mund, also verzeih mir das bitte an der Stelle. Der labert nur. Das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Du bist doch gut, oder? Was hast du denn vor? Tu mir dein Ding her. Vor hier. Den Würfel? Ja. Kamera läuft damit, ist nicht schlimm. Ne? Morgen sagt, er hat eine Idee. Was soll ich machen? Da durch. Von außen? Von hier. Von innen? Ja, dann schmeiß raus. Ach du Scheiße, das ist natürlich. Morgen stimmt. Ja, ist natürlich. Ja, jetzt soll ich durch das Gitter durchballern auf meinen Würfel. Okay, bei deiner kleinen Hobbitgröße? Naja, bei meiner Hobbitgröße. Aber da muss ich auch erstmal durchkommen. Ich sehe die Kamera jetzt erstmal ein bisschen näher ran. Irgendwie ist die so ist die Belichtung besser. So könnt ihr den Würfel wenigstens sehen. So, und ich gehe jetzt nochmal 5 Meter zurück und guck mal, was mich jetzt unten will. Also cool wäre, den zu treffen, und cool ist jetzt natürlich, du triffst den, wenn der Pfeil abprallt und ja. Versuchen bei solchen Schüssen alles irgendwie auszublenden rundherum und wirklich nur Fokus auf das Ziel. Und wie ihr seht, dann klappt auch das und dann schrotte ich mir da echt die Pfeile jetzt schon fast bei. Unglaublich. Ja, jetzt müssen wir eh nach draußen. Ich glaube, ich will von da hinten schießen. Klingt ganz gut. Links und rechts der Baum ist eigentlich platt genug. Unten runter der Baumstumpf. Wie gesagt, daneben schießen bei dem Wetter. Euer Pfeil auf nimmer Wiedersehen verschwunden. Das Place ist als solches eigentlich ganz cool, wie ich finde. Wo wir jetzt gerade drin waren. So, jetzt haben wir irgendwie 30 Meter. Das ist eigentlich ganz cool, wie ich finde, aber das hat mit den Distanzen natürlich immer so ein Stück weit. Ja. Ist man da begrenzt, ne? Und man muss da sicherheitstechnisch immer so ein bisschen gucken, dass halt keine Leute von irgendwo kommen. Da haben wir uns gerade natürlich abgesichert immer irgendwo. Dass kein anderer da irgendwie auch hätte reinkommen können von der anderen Seite. Das dürfte keine Leute gefährden. Jetzt gucken wir mal. Ihr habt doch gerade gesagt, hier ist ein Specht unterwegs. Der Carbon-Specht. Da muss er hin. Ja, erstmal wieder die Umstellung von 10, 12 Meter auf 30. Leute, guck mal da. Wie zutraulich doch so Rotkehlchen sind. Selbst hier mitten im Wald, ich stehe 2 Meter von weg. Wir haben es jetzt natürlich auch schwer, irgendwo ein Stück weit Futter zu finden hier im Wald.
So, ich gehe jetzt an der Stelle jetzt auch erstmal meine Pfeile ziehen. Ich werde das Video an der Stelle jetzt auch beenden. Wir werden noch ein paar Schuss machen und uns jetzt erstmal aufwärmen. Ich habe hinten im Rucksack schön Kaffee bei. Bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Ist übrigens kostenlos. Und ja, vergesst nicht wieder einzuschalten. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Video.